Okay, ich bin ein Idiot. Ich komme gleich wieder. Hallöchen und willkommen zurück auf unserer, naja, ich nenne es mal Insel. Und das letzte Mal haben wir uns ein bisschen Material besorgt. Wir werden natürlich auch noch ein bisschen mehr Eisen sammeln. Aber wir werden auch parallel natürlich jetzt mal langsam anfangen, uns hier ein bisschen heimelig einzurichten. Und dann möchte ich noch eine kleine Monsterfarm parallel bauen. Dafür müsste ich auf jeden Fall noch ein bisschen Steine klopfen. Das werden wir dann mal mit der Materialbeschaffung. Hier ein Holz da. Wir haben 62 Holzstämme. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen Stein hammern, aber es reicht noch lange nicht. Das reicht noch lange nicht. Eimer Hammer, Schere Hammer. Wir brauchen auf jeden Fall Knochenmehl ohne Ende. Und wir brauchen Erde und wir brauchen Stein. Von daher würde ich mal sagen, wir sortieren uns mal ganz kurz. Und ich gehe mal Steine klopfen. Dann können wir nämlich die Monsterfarm anpassen. Dann können wir uns dann noch eine Behausung bauen. Aber durch die Monsterfarm kriegen wir Skelette. Skelette bringt Knochen, Knochenmehl. Und somit können wir uns dann auf jeden Fall genug Bäume züchten, die uns dann irgendwie in irgendeiner Form natürlich Baumaterial schaffen. Okay, ich bin ein Idiot. Ich komme gleich wieder. So, wieder zurück mit Fackeln und gleichzeitig noch ein bisschen Essen mitgebracht, weil meine Hungerleiste waren auch dementsprechend schon besackt. Ja, jetzt heißt es erstmal klopfen. Oh, was haben wir denn hier schönes? Lapis und Glowies. Nice. Boom, Baby. Danke. Ja, dann schauen wir uns noch einmal um. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Zombie! Hallo! Hallo! Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Du magst mich auch nicht. Hey, wir mögen uns alle nicht. Wir haben hier Gold. Gold. Brauchen wir. Eine Schere dabei? Juhu. Okay. Schön. Sieht echt gut aus. Immer wieder faszinierend, was in diesem Spiel alles geht. So, dann würde ich sagen, hier mal hoch, Ausbeute einlagern. So, aber was wir auf jeden Fall machen, ist bei Tagesanbruch ein bisschen, beziehungsweise wir werden... Was ist da hinten eigentlich? Ist das ein Dorf? Was ist ein Dorf? Ich glaube, da gucken wir hin, weil da kriegen wir ein Bett. Dann haben wir nämlich das Phantomproblem auch so gemacht. Und vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere geile Zeug. Ja, ich hab's gehört. Alter, dringt der tief ins Wasser ein. Ist der dumm oder was? So. Boom, Baby. Party. Was wollt ihr denn alle hier? Hallo, guck euch zu Hause. Hau ab, hau ab. Keine Zeit für dich.
Keine Zeit, ich muss ins Dorf. Vom Bett. Alter, sucht euch ein Zuhause. Ist hier irgendwo Zombie-Familientreff oder was? Sie. Ah, dann komm mal mit. Jeder kriegt ein Bettchen. Na komm raus hier. Komm, 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 komm. Komm, schnapp dir gleich den Komposter. Kriegst einen Job. Danke. Sehr schön. Kartoffeln willst du? Ja. Nochmal nehmen. Und probier was nochmal. Ja, das gefällt mir schon besser. Gott, wir kommen heute von 110.000. Wir schaffen eigentlich nicht das, was ich vorhatte. Aber dafür haben wir ganz viele andere Sachen. Wir haben eine Höhle gefunden, wir haben einen Haufen Eisen gekriegt. Wir haben zwei Dorfbewohner. Ja. So. Ein Obsidian. Wow, das ist meins. Und das ist euers. So. Oh Gott, wir brauchen. Ne, wir haben auf jeden Fall fürs Nether. Durch das Verschwinden ist ja gut, das ist egal. Aber Reparatur ist nicht schlecht. Feuerschutz 2 ist auch nicht schlecht. Ey, das ist mein Bett, habe ich gesagt. Egal. Dann kuschel ich ein bisschen. Oh. Ja. So, noch ein Eisenblock. Gleich kriegst du einen Job. Gleich kriegst du einen Job. Oder? Was? Nicht Schleifstein. Ist doch der Waffenfuzzi. Schleifstein. Ja. Hallo? Was magst denn du hier? Pilz. Ein Trank der Schwäche, nicht schlecht. So, was macht unsere Weizenform da hinten? Oh, wächst langsam. So, Pilz. Pilz müssen wir uns mal ins Dunkle hocken. Dann machen wir da unten rein. Mal ein bisschen dunkler hier. Nicht zu dunkel, aber so ein bisschen dunkel. So, dem geben wir auch ein Lichtlevel von 1, glaube ich, ab. Facing West, Client Light 10. Echt auf jeden Fall, das ist aber von hier außen jetzt noch. Da wollen wir jetzt hier nochmal eins hinsetzen. Und dann sollten wir trotzdem erstmal hier monstermäßig unsere Ruhe haben. Vielleicht. Wir finden es raus. Noch mehr. Mal schnell hier ein bisschen die Weizenfarm voranbringen. So wird auf jeden Fall das Ganze nicht so, wie ich es heute geplant habe. Aber das wird. Dann machen wir es einfach in der nächsten Folge. So, ich hoffe, dir hat es trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht das gemacht haben, was ich vorhatte. In der nächsten Folge werden wir uns dann hier ein bisschen heimelig einrichten, ein bisschen hübsch machen, ein bisschen Terraforming werde ich schon mal vorbereiten, ein bisschen Erde abtragen etc. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zum Häuserbau und Monsterfarm bauen. Bis dahin. Wenn es dir gefallen hat, denk dran. Gern abonnieren, gern kommentieren, gern Glocke aktivieren. Wäre nice von dir. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.